Die Entstehung und das Verschwinden von Staaten hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Das Neue an den Unabhängigkeitsbewegungen in Europa ist, dass nunmehr Regionen innerhalb der Europäischen Union den Wunsch haben, sich von ihren Mutterstaaten abzulösen. Und das wird die große Herausforderung der Europäischen Union sein. Wie geht man damit um? Und ich glaube daher, dass man sich überlegen wird müssen, in Zukunft nicht nur eine Vertiefung und eine Erweiterung der Europäischen Union im Auge zu haben, sondern vor allem auch eine innere Erweiterung. Ich sehe an sich die Unabhängigkeitsbestrebungen mancher Regionen innerhalb der EU nicht als großes Problem an, weil letztendlich manchmal es besser ist, dass sich manches trennt, um dann in weiterer Folge durch die Europäische Gemeinschaft wieder zusammengeführt zu werden. Meine kurze Antwort darauf war wahrscheinlich nein. Die Antwort begründet sich aus der Entwicklung, die Schottland genommen hat in den letzten Jahrzehnten. In Schottland haben wir eine starke Stärkung schottischer Identität zu verzeichnen. Wir haben aber auch politische Entwicklungen. Wir haben ein schottisches Parlament mittlerweile. Trotz des schottischen Parlaments innerhalb des UK haben wir weitergehende Autonomieforderungen, Unabhängigkeitsforderungen. Umfragen zeigen aber auch, dass wir in Schottland etwa 30, allerhöchstens 40% der Schotten sich für Unabhängigkeit begeistern können. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, dass die Referendumskampagne läuft. Es kann sich da noch einiges ändern. Wir haben eine SNP-Regierung in Schottland, also eine Regierung der schottischen Nationalisten, die Unabhängigkeit will. Wir haben einen der fähigsten britischen Politiker überhaupt in Ministerpräsident Alex Salmond. Der ist noch für einige Überraschungen gut, aber Stand jetzt sieht es doch eher so aus, als ob Schottland weiterhin dem United Kingdom erhalten bliebe. Der katalanische Weg in die Unabhängigkeit sieht im Augenblick sehr, sehr schwierig aus. Wir haben letztendlich sozusagen bildhaft gesprochen die Situation, die auch in der spanischen Presse häufig so dargestellt wird, zwei aufeinanderrasende Züge, in der Weise, als dass wir halt letztendlich eine katalanische Separatismusbewegung haben, die sich mittlerweile sozusagen über das gesamte politische Spektrum erstreckt, eine eindeutige Mehrheit innerhalb des katalanischen Regionalparlaments hat. Auch die katalanische Bevölkerung ist seit mehreren Jahren halt eindeutig auf diesen Unabhängigkeitskurs eingeschwenkt. Die Forderung besteht in erster Linie darin, halt jetzt im November ein Referendum, ein nicht verbindliches Referendum durchzuführen. Eine Forderung, die natürlich nicht nur symbolpolitischen Charakter hat, sondern dann eine starke Signalwirkung hätte, wenn es zu so einem Referendum käme. Tatsache ist allerdings, dass sich die spanische Regierung, die hierzu letztendlich ihre, oder das spanische Parlament, das hierzu letztendlich seine Genehmigung geben müsste, sich strikt verweigert. Festgestellt bei den letzten Föderalwahlen am 25. Mai, dass die flämisch-nationalistische Partei wieder hinzugenommen hat. Und das stellt natürlich bestimmte Probleme dar, in diesem Sinne, dass diese Partei wahrscheinlich auch auf föderaler Ebene beteiligt sein wird. Und das ist etwas, was die frankophonen Parteien natürlich mit besonderer Besorgnis sich anschauen. Aber diese nationalistische Partei hat sich jedenfalls ausgesprochen für eine belgische Konföderation, hat sich also sozusagen verabschiedet vom Separatismus, und das soll auch die frankophonen Parteien beruhigen. Und auch macht diese Partei dies, weil sie weiß, dass doch die Mehrzahl der flämischen Bevölkerung nicht separatistische Neigungen verspürt. Südtirol gilt als ein erfolgreiches Modell, wie ein ethischer Konflikt positiv gelöst werden konnte. Das hängt also stark von den Rahmenbedingungen ab und vor allem auch vom Umstand, dass bestimmte Methoden angewandt worden sind, und in erster Linie geht es hier um die Verhandlungsdemokratie. Es gibt, das gilt das Prinzip, wonach also sämtliche Akteure, die in diesem Problem involviert sind, zu Verhandlungen eingeladen werden. Es kommen alle, und auch heute noch gilt also das Prinzip, dass jedes Problem im Sinne der maximalen Inklusion aller im Diskurswege gelöst wird.
Der Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens hat auf dem Balkan zu neuen Staatenbildungen geführt, zu neuen Staaten, die in ihren Teilen noch nicht konsolidiert sind. Das heißt, es gibt dort sowohl innerhalb der Staaten als auch zwischen den neuen Staaten Reibungsflächen, es gibt Zwiste, es gibt ungeklärte Territorialfragen und es gibt politische Instabilität, die sicherlich uns noch einige Jahre beschäftigen wird. Insbesondere jetzt ist das für uns von Interesse, nachdem diese Region ja als Kandidatenregion für die EU-Erweiterung dient und wir uns schon überlegen müssen, inwieweit wir derart instabile Staaten in unsere Gemeinschaft aufnehmen können, ohne dass sie vorher zu einer Konsolidierung geführt werden. Also die separatistischen Tendenzen im Südosten der Ukraine haben ihre eigene interne Logik. Da spielen Interessen der dort beteiligten Separatistenführer eine Rolle, auch der Oligarchen. Aber es ist natürlich auch eine separatistische Bewegung, die sehr stark von außen gesteuert wird, wo Russland wirklich die Vetomacht ist und mitentscheidet, wie dieser Konflikt gelöst werden kann.